geht's. Aufrecht und gehen. Erwischt! Ah, Kelton, mach mal warm Blick an, weil hier hat sich einer versteckt. Ich bin bereit. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Raum produziert einfach unendlich Orks. Nun gut. Barauster ist groß, eure Zielschwierigkeit und Zähigkeit bewundernswert. Ihr habt die Ordnung überlebt und diese Herausforderung bestanden. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper. Hier sind zig Orks jetzt gestorben. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Was haben wir jetzt hier? Bitte eine kleine Rast einlegen. Das ist nur ein Sonnenstein. Also war wirklich alles verdreschen, die wahre Prüfung. Hallo, ich will aufteilen. Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. Oh, X jetzt Nagel. Das heißt, daraus könnten wir was Schönes basteln. Ah, ist das angenehm, mit Imo in etwas mehr Tragkraft zu haben. Was immer ihr wünscht. Kann ich hier rasten? Ich war, ja, kann ich. Wollt. Ihr müsst. Weil ich will sie nicht ständig rumjammern hören. Gut, Ausdauer. Jetzt haben wir noch Weisheit natürlich und Intelligenz vor uns. Ihr müsst eure Gruppe. Wenn es das ist, was ihr wollt. Und warum sieht das schon wieder nach einem Drachen aus? Es ist ein Drache. Ich bin der furchterregende Tod, der auf alle wartet, die das Siegel brechen wollen. Seid ihr einfach gekommen, mich herauszufordern, oder wollt ihr den Schädel des Kriegers? Ich werde euch sowohl einen Sieg über mich als auch den Schädel verwehren. Möge das Massaker beginnen. Okay, der ist böse. Furchtbaren Buffen. Also furchtbaren Buffen. Als andere mögliche Buffen. Ich warte. Ja? Die Dienerin der Natur ist bereit. Ja. Ja? Ich warte auf euren Befehl. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage sie bitte. Was kann ich tun? Das da? Fragt nur. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf hören, um das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Okay. Crazy.
Und so ruhig noch, das da. Potentes. Gut. Was immer ihr wünscht. Furchtbar? Braucht ihr etwas? Habe ich doch gewirkt gehabt. Ach, da ist es ja auch. Ja, wenn ihr es wollt. Oh, meine Nerven. Ihr habt einen wahrhaftig fürchterregenden Gegner besiegt, der ich soll. Tapferkeit und Mut stehen außer Zweifel. Ihr habt die Herausforderung erfolgreich bestanden. Verstanden. Ja, da ist wohl auch der Schädel des Kriegers. Warum hat jemand Immun, das jetzt eingesammelt hat? Indus Verdammnis plus 3. Kann sicherlich nicht von ihr verwendet werden, aber den hebe ich gern mal auf. Ach, das ist Wasser, okay. Toll, nicht mehr lang und wir haben Stufe 30 erreicht. So, was hast du zu sagen? Ihr habt eure Aufgabe zu einem Angriff genommen, aber noch nicht fertig. Ja. Teufelchen, Gäste, willkommen in meinem Reich. Ihr sucht zweifellos eine Herausforderung. Seid ihr dieser Herausforderung würdig oder schlicht und einfach Narren? Wir werden es bald herausfinden. Ich habe die Schnauze voll von den ewigen Spielen und Rätseln und Tests. Nehmen wir mal die 1. Ich werde euch schon beweisen, dass ich würdig bin, Teufelchen. Ich warte auf die Herausforderung. Wir wollen mal sehen, ob dieses Stück Fleisch zwischen euren Schultern nur dazu dient, dass der Helm einen Halt findet oder ob ihr es zu mir zubraucht. Es passt gut auf. Ich habe so viele Brüder wie Schwestern, aber meine Brüder haben doppelt so viele Schwestern wie Brüder. Wie viele Kinder haben meine Eltern? Ich habe so viele Brüder wie Schwestern. Aber meine Brüder haben doppelt so viele Schwestern wie Brüder. Wie viele Kinder haben meine Eltern? Also, ich würde ja fast auf 3 tippen. Das ist jetzt eine gute Frage. Ich bin definitiv eine Schwester wahrscheinlich. Ich habe so viele Brüder wie Schwestern. Aber meine Brüder haben doppelt so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Kinder haben meine Eltern? Also, wenn ich eine Schwester bin und ich habe zwei Brüder, zwei Schwestern. Dann hat jeder Bruder hat zwei Schwestern, aber nur einen Bruder. Nein. Das kann schon, also 5 kann es schon mal nicht sein, weil jeder Bruder hätte dann nur einen Bruder und 3 Schwestern. 4 kann es auch nicht sein. Es muss eine ungerade Zahl sein. Nehmen wir mal 7. Ich habe 3 Brüder und 3 Schwestern. Jeder Bruder hat 2 Brüder und 4 Schwestern. Ja, also 7 würde ich sagen. Das ist richtig, vielleicht seid ihr ja doch ein würdiger Gegenspieler, obwohl ihr wie ein Volltrottel aussieht. Aber um diese Herausforderung zu bestehen, müsst ihr mich bei einem Münzenspiel schlagen.
Noch mehr Spiele? Na gut, machen wir weiter. Ich habe diesen lächerlichen Einfachtesten bestanden, also werde ich wohl fähig sein, euch bei einem Mischspiel zu schlagen. Wie funktioniert das? Na, machen wir weiter. Die Regeln sind ganz einfach. Hier sind 11 Münzen. Wir sind abwechselnd an der Reihe und nehmen eine, zwei oder drei Münzen weg. Derjenige, der die letzte Münze wegnimmt, verliert. Ein einfaches Spiel, das aber sehr schwierig zu meistern ist. Da ich immer fair spiele, dürft ihr anfangen. Es sind noch 11 Münzen übrig. Wie viele wollt ihr nehmen? Denkt dran, wer die letzte Münze nimmt, verliert. Dieses Spiel kenne ich und wer anfängt, verliert auch immer. Weil ich nehme 3 weg. Dann nimmt er 3 weg. Da sind nur noch 8 da. Dann nimmt er 3 weg, sind nur noch 5 da. Dann nehme ich 2 weg, er nimmt eine weg. Deswegen, wie wäre es eigentlich, wenn ihr beginnt? Wenn es das ist, was ihr wünscht, habe ich kein Problem damit. Ich nehme 2 Münzen. Es sind 9 Münzen übrig, ich nehme 3 Münzen. Nun gut, eine Münze reicht mir. Die Dinge sehen jetzt nicht mehr so gut für euch aus, was? Ja, es sind nur noch 5 Münzen übrig. Wenn ich eine nehme, nimmt er 3. Ja. Noch eine einzelne Münze und sie gehört euch alleine. Wie ich schon sagte, es ist nicht leicht, dieses Spiel zu meistern. Ich will aber noch eine Chance geben. Ja, gut. Ich nehme 2 Münzen. Wenn ich eine Münze nehme, sind noch 7. Wenn ich 2, sind 6. Ich gebe auf, versuchen wir es nochmal. Da ich immer fair spiele, dürft ihr anfangen. Nehme eine Münze. Nehme eine Münze. Das Spiel wird interessant. Ich nehme noch eine Münze. Gebrauch mir 3 Münzen. Eine? Ja. Wenn ihr beginnt. Ich nehme 2 Münzen. Ich nehme eine. Gebrauche mir 3 Münzen. Versuchen wir es nochmal. Ihr beginnt, ja. Nehme eine Münze. Ja, 3 Münzen. Versuchen wir es noch einmal. Nehme mir 2 Münzen. Ich nehme eine Münze. Beginnt ihr. Okay, 2 Münzen. Es gab einen Trick. Ich weiß, ich kenne dieses Scheißspiel. So, es sind noch 9. Wenn ich eine wegnehme, kann er nur 2, 3. Wenn ich 3 wegnehme, ja. Versuchen wir es nochmal. Das Spiel ist so gut wie vorbei. Versuchen wir es nochmal. Wie wäre es, wenn ihr beginnt? 2 Münzen. Okay, ich nehme 2, 3 oder eine Münze. Wenn ich 2 Münzen nehme, nehme 3 Münzen. Verdammt, ihr seid klüger als ihr aussieht, oder? Einfach nur verschlagen, oder? Ein guter Schauspieler. Und ich nehme 3 Münzen, sodass nur 2 Münzen übrig bleiben. Versucht nicht, euch zu überanstrengen, wenn ihr überlegt, wie ihr gewinnen könnt. Ich nehme eine Münze und die letzte Münze bleibt euch durchgehen. Ihr habt ja vielleicht gewonnen, aber ich werde jetzt verschwinden. Ich höre mir doch nicht an, wie ihr euch an meinem Scheitern ergötzt. Eure Weisheit hat euch gestattet, über die Verschlagenheit und die Hinterhältigkeit des Teufels jetzt zu triumphieren.
Ich hoffe, sie wird euch jedenfalls helfen, wenn ihr dem Eingekerkerten gegenübersteht. Euer Wunsch ist mein Begehr. Das ist abgeschlossen. Heiltränke und anderer Tant. Los, Buckschön. So, Imon, mach mal da auf. So, dann nehmen wir uns da noch alles raus und verschwinden von hier. Und jetzt werde ich erst einmal mich in die Mitte des Raums stellen. Ihr habt die Herausforderung überwunden, damit bewiesen, dass er herzwürdig ist. Ihr dürft den Eingekehrten über ihn gegenübertreten. Der Schlüssel zum letzten Siegel ist euer... Ja. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Und ein paar Level-Ups, wie ich gesehen habe. Aber das machen wir beim nächsten Mal alles, weil wir haben schon überzogen. LP 015 speichern und fertig ist die Luzi. Also, bis gleich.